Hi ho, meine Freunde, ich bin's euer Gamepad Hero und wir sind jetzt hier wieder hier unterwegs im siebten Teil von Lollipop Chainsaw und haben gerade ein Zombie-Basketball-Spiel absolviert und gehen jetzt weiter Richtung nächster Boss. Ich hoffe, der kommt jetzt demnächst, weil ich habe richtig Bock auf den. Richtig cooler Charakter. Und was dieses Element einfach soll, das verstehe ich einfach nicht, aber irgendwie hat es auch Style. Spielen wir jetzt hier eine Art Rennspiel oder was? Dreier-Kombo. Oder halt, ja. Und noch eine. Yay. So, wo wir jetzt landen, ich habe keine Ahnung. Ja, mal sehen, wie lange es noch dauert, bis wir zum nächsten Boss kommen. Der Wikinger, Mettler, Schlagzeuger auf seinem coolen Schiff. Und ich weiß nicht, was mit unserer Schwester noch passiert, ob wir sie wiedersehen. Und unser Geschenk. Ich glaube, wir kriegen jetzt. Nein, jetzt. Nein, jetzt unser Geschenk. Jetzt. Oder später. Running Zombies? Fucking stupid. Yeah, what kind of idiot would come up with that? Und schnitzeln wir uns hier durch alle durch. Ich hab keine Lust, danke. Wir brauchen 11 Zombies hier. Und du noch. Und du auch noch. Und wo ist der nächste? Du auch noch. Wo kommen die überhaupt her? What the fuck? Wer ist das? Daniel, wer bist du? Könnten wir halt den Vollidioten vorher uns an die Omi machen? Stirb, Daniel! Stirb! Du eh schon tote Omi! Bam! Was zum Pimmel! Och nö, Cheerleader-Zombies brauchen wir jetzt nicht auch noch. Agnes used to be so hot. Now she has an intestine coming out of her vagina. Oh. Och nö, lass ihn am Leben. Oh mein Gott, scheiße, wir haben jemanden verloren. Nein, er sie lebt noch. Wie töten wir die jetzt? Wieso treffe ich die nicht? Die dummen Cheerleader-Bitches. Yeah!
Oh mein Gott, ich treffe sie nicht. Jetzt habe ich sie in der Ecke und sie läuft mir trotzdem noch die ganze Zeit aus, du dumme Sau. Stirb doch endlich. Danke. Ja, sicher auch so. Sprungkasten. Okay. Also so. Was? Oh mein Gott, Faye. Egal. Ach, nimmt sie mal einen Anruf von allein an. Just a tip, sis, but you're moving around too much as you hunt zombies. From a distance, use your homing attack. When they get close, rush in for the kill. It's kind of common hunter knowledge, but you know. Okay, Mamas Weisheiten, immer wieder nützlich. Ich hab keine Ahnung, was wir uns kaufen sollen. Mal schon Drehung. Nö. Lollikopter. Klingt gut. Wie ziehe ich ihr das an? Wie zieht man ihr diese Kostüme an? Juliets Zeug. In dem Zimmer wird doch bestimmt auch das Kostüm irgendwo sein. Ja, nein, doch nicht. Aha. Ja, und nun? Wie zieht man das an? Es nervt. Egal. Weiter geht's. Nick, it would be really cool if I could implant an MP3 player in your forehead. A boyfriend and an iPod all in one. More room in my purse. You realize that's completely degrading, right? Also auch wenn das Spiel nicht wirklich mit viel Neuheiten oder Abwechslung glänzt, dann gibt es halt immer wieder zwischendrin diese Sprüche oder lustige Videosequenzen. Die sind einfach unglaublich cool. Sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen in irgendeinem Videospiel. Aber wirklich stellen, weil ich echt lachen kann. Ups. So, Nick. Viel Spaß. Feels great to have legs again, even if they are really slow. Ja, wirklich hot. Wieso hast du das mit dem dabei schlecht? Er hat keinen Magen. Das ist unlogisch. Wieso denke ich überhaupt über Logik in diesem Spiel nach? Naja. Was geht ab? Die Musikauswahl ist für das Spiel
an sich, also wenn man das Spiel so betrachtet, dann würde ich mir überhaupt nicht diese Art von Musik dazu vorstellen. Aber ist geil. Richtig geil. Ich sehe wieder mal gar nichts wegen dieser ausgezeichnet tollen Kamera. Stirb, Paul. Stirb doch. Manchmal ist es echt anstrengend, was man hier leisten muss in Bezug aufs Button-Mashing. Stirb! Stirb! Was machst du da hinten? Scheiße Jägerin wahrscheinlich. Ich habe schon so viele Münzen gesammelt. Aber geben sie nicht aus, weil geil sie sind. Wohin gehen wir eigentlich? Immer noch dem Geschenk hinterher? Ja, immer noch dem Geschenk hinterher. Ich auch. Wir nähern uns so langsam immer mehr dem Schiff und damit auch unserer Schwester, aber wo das Geschenk ist, keine Ahnung. Und woher Juliet weiß, wo das Geschenk ist, auch keine Ahnung. Okay, sie hat's. Nice jump. Oh, I can't wait for you to shoot. Woo. I gotta stop with this. Cordelia is like the best big sister ever. Chainsaw blaster. Der Kettensägen Blaster. Sieht geil aus. Ich hoffe, er ist auch geil in seinen Fähigkeiten, ja? Und eine neue Runde. Diesmal Zombie Baseball. The game starts with the home team losing by an overwhelming amount of runs. Let's give my new present a test run. Awesome. You shot him instead of throwing a ball at him. That's hilarious. Sweet shot. Bottom of the ninth, Juliet Starling at bat. Looks like they want to play ball. Darf Nick jetzt unseren Home Run machen? So, Nick, dann start mal deinen Run. You're not getting the way of my Nick. Ted Williams, your face. Ich drücke einfach die ganze Zeit L2 und dann direkt danach R2. Weil das Spiel ja mit Autolock funktioniert. Das wäre Home Run Nummer 1. Yay! Jetzt haben wir halt dreimal schnell hintereinander welche gekillt. Nein, lass ihn in Ruhe. Yeah,
Lass ihn in Ruhe. Home Run Nummer 2. Home Run. Und Runde 3. Oh nein. Cheerleader. Oh nein. Das wird jetzt hart. Das wird hart. Puh. Und nochmal 3. Ich hab Schiss, dass unser das Nick jetzt vielleicht drauf geht. Och nö. Nö. Stop it. Yeah, and I'll love you, baby, always. Baseball war eh noch nie so mein Sport, aber naja. Probieren wir es eben nochmal. Ich hoffe, es klappt auch. Ziemlich hakelig hat dieses Schießen. Vor allem, weil der Autolock nicht immer richtig funktioniert und auch nicht alles abschießt, was man will. Aber naja, jetzt schaffen wir's. Jetzt schaffen wir's! You shot him instead of throwing a ball at him. That's hilarious! Sweet shot. Bottom of the ninth, Juliet Starling at bat. Looks like they want to play ball. So, Nick, dreimal ein Home Run. Schaffst du. Schaffst du. Here I go. Go, 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 go. Yes. Yeah. I'll Ted Williams your face. Erste Runde ist noch relativ easy. Das war knapp. Das ist der Home Run Nummer 1. It's a home run. Woo! Yeah, one point. Yeah. What is guys mean? Solange ich nicht hier in Panik gerate und einfach wild um mich rumballer, geht's eigentlich noch. Dann hat man es eigentlich hier relativ gut unter Kontrolle. So wie jetzt. Jetzt fängt's an, hektisch zu werden. Jetzt. Hektisch. Nervt. Die ganze Zeit diese 3 Einwendungen hier, während ich voll im Ballerrausch bin. Nick, lass dir bitte nicht allzu viel Zeit. Ich würde gerne hier durchkommen. Mann. Vielleicht würde ich auch gerne mal mehr als 3 abschießen. Damit hätten wir auch Home Run Nummer 3 erreicht. Das war fehl. Egal. Looks like Zombie Baseball has its own Babe Ruth, and she's a real babe. I should do this all day, but I think we better move on. Yeah, I guess we should find my sister. I think the ship went over to the school's unrealistically gigantic swimming pool. Totally. Let's go. Juliet.
mom. Can you believe Cordelia wants to buy a motorcycle? There is no way. Those things are death traps. Bad enough your dad has one, and the same goes for you. Mann. Das lasse ich extra drin, damit es authentisch rüberkommt. Aber ich beende jetzt den Part hier. Wir sind schon über die 20 Minuten hinaus. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern, die auch immer noch jetzt mit mir dieses Let's Play schauen. Und ja, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, klickt links auf die Playlist von Watch Dogs oder klickt rechts auf das Video von meinem Kollegen FIFActive, der da ein bisschen FIFA mit mir spielt. Wenn du mich abonnieren willst, drück oben auf den roten Knopf und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Lollipop Chainsaw. Ciao.